und sage, dann geht's auch mit dem YouTube-Zeichen weiter. Ich überlege halt, ob ich da jetzt hingucken will. Was ist das denn hier überhaupt für ein Ort? Ach ja, das ist hier das Kolosseum. Ach so, da muss ich sogar mehr oder minder dran vorbei. Ja, okay, dann gucken wir mal dahin. Da ist das Uncharted 4 Design. Ja, ist es, Corsus. Von der Vorbestellung. Turniergelände. Wer sich jetzt auch wieder fragt, warum ich nicht reite, beim ersten Mal die Welt erkunden, reite ich eigentlich so gut wie nie. Weil ich halt Klamotten angucken will, looten will und vom Pferd ist dann halt immer kompliziert. Deswegen das erste Mal laufe ich die Strecken meistens zu Fuß. Dauert länger, aber ich kriege halt mehr von der Welt mit und kann halt eben ein bisschen looten, pieperpops. Wie gesagt, nicht wundern, später werden wir auch dann wieder reiten. Da habe ich auch so eine Blume übersehen. Und Petersilie. PC-Games kann ich nur nicht gebrauchen, weil PC kaputt. Ja, Konsolengames ist halt schwierig, weil du kriegst halt keine Codes, die ich verlosen kann. Ich habe schon Spiele verlost, aber dann ist halt Post und Pipa Pops und das ist halt ein bisschen unkomfortabel. Da sind die PC-Keys tatsächlich doch einfacher. Oh, er ist auf Schalke. Ja, dann müsst ihr ja hier Coldplay jetzt spielen. Hat alles wunderbar geklappt. Danke, Markus, für das Spiel. Und danke an den Chat. Kasa. Gerne doch. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, das Spiel habe ich ja tatsächlich auch für die PS4. Weil ich würde es dann tatsächlich irgendwann mal hier von der PS4 halt spielen. Kannst du mal deine Stats zeigen? Ja, kann ich machen. Wir sind Level 36. Ich habe noch 2 Skillpunkte. Ich weiß im Moment nicht, auf was ich skillen will, weil ich nichts mehr ausrüsten kann. Im Endeffekt haben wir mehr oder minder die leichten Hiebe geskillt. Und ein bisschen auf Adrenalin, wenn ich halt Adrenalinpunkte habe, dass ich mehr Schaden mache. Und ein bisschen habe ich auf, was ist eigentlich Art? Ich habe keine Ahnung, was Art war. Wir haben die Druckwelle, Täuschung mit Axi. Ja, und dann haben wir hier noch geskillt den Waffenschaden und die Zeichenintensität mit Adrenalinpunkten. Und hier unten den erhöhten Schaden von leichter Rüstung, weil wir komplett das Katzenset tragen. Also wie gesagt, da habe ich halt so ein bisschen drauf geskillt. Und sind damit eigentlich durch Hauptspiel auch ganz gut durchgekommen. Wie gesagt, komplett Katzenmesser, Katzenrüstung. So sieht es halt im Moment aus. Was ich halt schade finde, dass ich zwar mehr skillen könnte, aber nicht mehr in die Skillbäume reinpacken kann. Das heißt, im Moment weiß ich halt gar nicht, was ich so wirklich weiter skillen will. Deswegen mal gucken, was hier dieses, was er gesagt hat mit dem Quest-Typ, dass wir nachher was noch machen können. Mal schauen, was daraus wird. Mac Erickson, sei gegrüßt. Oh, da hinten ist ein Schmied. Wir gehen erstmal zum Schmied. Da kann ich nämlich vielleicht reparieren. Das ist schon mal ganz wichtig. Weil wir müssen ja schon Rüstungssets, Reparatursets benutzen. Ah, ein Mann vom Fach. Mit euch mache ich gerne Geschäfte. Ihr wisst gute Qualität zu schätzen. Ja. Genau, was verkaufst du? Was hast du denn da? Den Trank der Leere kannte ich schon aus dem Basisspielkursus. Den hatte ich sogar, glaube ich, einmal schon benutzt. So, wie repariere ich denn? Handeln? Handwerk? Nein, Handwerk will ich nicht. Ja, ich muss einmal hier drücken. Geh weg. Reparieren. Reparieren ist gut. Verwendete Ausrüstung reparieren. 340 Mopeds. Ja, das klingt gut. Machen wir fertig. Dankeschön. Was konnte ich hier noch machen? Verbesserung entfernen. Das war das. Okay. Zerlegen. Ja, okay. Nee, zerlegen. Kostet zerlegen auch noch Geld? Das war früher super teuer. Ja, kostet immer noch ein bisschen Geld. Das hat sich halt irgendwie gar nicht gelohnt, dieses Zerlegen. Handwerk. Handeln. So, dann kann ich hier bei dem auch verkaufen. Der hat jetzt ja bestimmt Geld. Dann kann ich jetzt erstmal hier die beiden Dinger verkaufen. Kann ich die noch vergleichen? Ja, kann ich. Sind zwar nominell minimal besser, aber weniger Runen. Plus zählt nicht für Set. Das heißt, die haue ich erstmal weg. Wie haue ich die denn weg? Verkaufen.
verkaufen. Den Rest behalte ich mal. Was ist das hier? Pfeile und ein Horn. Der Klang dieses Horns lässt Sirenen in der Nähe aus dem Himmel fallen. Was auch immer das ist. Was ist das hier? Das ist ein Questgegenstand. Färbemittel für die blaue... Was für blaue Rüstung? Achso, ich kann jetzt auch die Rüstung färben. Naja, dann. Gratulation. Kann ich halt auch machen. Ja, ich glaube, habe ich jetzt repariert? Verkauft, meine ich? Ja, habe ich. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal... Ja, warte mal, ich kann mal oben nochmal hier... Moment, hier kann ich durchgucken. Öle, Tränke, Bomben will ich behalten. Verzehrbares. Questgegenstände und Handwerk. Da hatte ich halt auch so viel drin. Alter Schwede, was ich hier alles an Handwerk habe. Es gibt, glaube ich, ja mittlerweile auch Kisten, ne? Das heißt, ich müsste vielleicht mal irgendwas in eine Kiste einladen. Was ist das denn hier unten? Rezepte? Schema, kleiner Runenstein. Alter Schwede, also hier gibt es auf jeden Fall auch schon mal Rezepte. 3 Chance auf Verbrennen. Hm, okay. Also müssen wir uns merken, hier gibt es auch Rezepte. Was kosten die denn? Nur mal so. Wo sehe ich das denn? Achso, 105, ja? Sehe ich richtig, 105. Das kostet jetzt hier, was? 1000. Ja, okay, verstehe ich. Also das kostet halt nicht so viel. Können wir uns irgendwann mal die ganzen Rezepte mitnehmen. Ja, erstmal möchte ich gucken, ob ich einen Alchemie-Hoshi finde. Dass wir vielleicht nochmal irgendwelche Tränke bauen können. Das wäre nicht ganz verkehrt. Deswegen, Waffen und Rüstung ist erstmal okay. Alchemie-Klamotten wären ganz geil. Und die kriege ich natürlich hier nicht beim Rüstungsschmiedgesellen. Auf Wiedersehen. Bis dann. So, da ist auch noch so ein Rüstungsknacker. Dann gucken wir mal bei dem ganz kurz hin. Rüstungsschmied, was hast du denn? Und natürlich die Leute, die ins Bett gehen und sich nicht spoilern lassen wollen. Yosuka und Co. Komm gut ins Bett. Danke fürs Reinschauen. Was das Herz begehrt. Ja, dann zeig mal. Zeig mir, was du auf Lager hast. So, was hast du? Ach so, wie kann ich die denn vergleichen? Was habe ich denn? Ich habe... Ach so, die sind sogar besser. Oha, oha. Und die sind sogar... billiger. Sehe ich gerade. Die sind ja deutlich besser, sehe ich gerade. Die Mopeds hier für mein Plötzemobil. Und die kosten nichts. Ist ja wohl billig. Das ist ja wohl billig. Und das ist ja dann quasi hier... Rabensattel? Das ist doch kein Sattel, das ist ein komplettes Pferdekostüm. Achso, der hat ja auch Klamotten. Was hat der denn? Der hat, Anfänger-Rüstungsreparaturset. Achso, die habe ich auch noch gar nicht. Ja gut, die können wir uns ja dann auch irgendwann kaufen. Ich nehme mal dann einfach für Plötze... haben die alle Namen? Scheuklappen der 5 Rittertugenden. Und wie heißt hier das Ding? Der 5 Rittertugenden. Das kostet 90 Ausdauer. Ich habe 55. Ja, dann nehmen wir doch das Rittertugenden. Ne? Das sieht doch ganz, ganz gut aus, würde ich meinen. Das kostet 377 Mopeds, ne? Und 60 Panikstufe und 40 Panikstufe. Ja, dann pass auf, dann nehme ich das mit. Und dann kaufe ich hier noch das der Rittertugenden. Sattel der 5 Rittertugenden. 90 Ausdauer. 35 mehr. Kostet 251. Nehme ich mit. So. Jetzt, wie rützt sich das aus? Jetzt muss ich erstmal, glaube ich, hier wieder rausgehen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. So, dann gehe ich hier mal rein ins Inventar. Da. Plötzlich.
Und nehme das. Und nehme das. Ja. Und dann kann ich die verkaufen. Achso, was macht die Trophäe denn? 5 Bonuserfahrungen beim Monstern. Was habe ich denn ausgerüstet? Chance auf Verstümmeln. Ja, keine Ahnung. Eventuell können wir die Bonuserfahrung nachher nochmal dran pumpen. Aber erstmal nein. Dann kann ich die beiden Mopeds verkaufen. Achso, ich kann auch die Tränke trinken. Aber die machen mich besoffen, ne? Ja, aber ist ja egal. Die helfen mir. Pass mal, die packe ich mal. Ich packe mir mal jetzt, wie viele Biere habe ich denn hier? Zehn? Ja, pass auf, wir nehmen erstmal hier das 10er Bier. Und packen das mal dahin. Dann haben wir da nämlich schon mal ein Bier. So, und dann kann ich nochmal die Pferdeklamotten verkaufen. Tanja, sei gegrüßt. Und niemand überliest Sascha. Nein, nein, nein. Niemand. Gravierte und kannelierte Rüstungen fein. Ja, ja, mach mal. Dann müssen wir erstmal hier verkaufen. Zeig mir, was du auf Lager hast. So. Und dann möchte ich hier hin. Und möchte das verkaufen. Und das verkaufen. Genau. Perfekt. Dann haben wir nämlich plötzlich schon mal wieder ein bisschen besser ausgerüstet. Naja, okay. Bis dann. Was wünschst du, Meister? Die Frage kann ich nicht beantworten, ob man das vorher spielen sollte. Psycho, ich habe ja heute erst damit angefangen. Das kann ich dir... also ich denke mal, ich bin Level 36 und die Gegner sind 36, 37. Das sieht im Moment passig aus. Also von daher würde ich sagen, alles gut. Oh, ich habe einen Friseur gefunden. Da muss ich erstmal trinken wir uns ein. Und dann trauen wir uns hier zum Friseur. Der Barbier. Der Barbier der Herzen. Der wird ja bestimmt jetzt hier... komm, mach uns mal schön. Jetzt kann ich den Gerd wieder... Alter Schwede, wer ist er denn? Ein bisschen Pflege. Mein Haar ist zerzaust. Ich sehe aus wie Stefan Wesker. Mach mein Haar schön. Lose hinter dem Kopf zusammengebunden. Rasierter Kopf und Pferdeschwanz. Lang und offen. Was ist denn lang und offen? Offen, nicht zu lang. Seiten rasiert. Oben kurz. Der elfische Rebellenschnitt. Was ist denn der elfische Rebellenschnitt? Achso, ich hatte den elfischen Rebellenschnitt. dann, offen nicht zu lang. Ja, das ist schon besser. Damit sehe ich doch ganz schick aus. Und dann machen wir uns noch den Bart. Ich brauche eine Rasur. Lassen wir es flauschig. Ich will einen hübschen Spitzbart, Koteletten und einen Schnauz. Ein Schnauzer? Was ist denn der Spitzbart? Lassen wir es flauschig. Ist auch ein toller Satz. Ich will einen hübschen Spitzbart, Koteletten und einen Schnauzer. Alter. Ja, jetzt sehe ich dann doch aus, als ob ich in Frankreich angekommen bin. Das heißt, wir können jetzt Froschenkel essen gehen. Ich habe keine Zeit mehr. Bis dann. Ah. Dauerwelle, Haarverjüngung, Anti-Schuppenbehandlung. Ja, die Dauerwelle konnte ich gar nicht auswählen. Bei den Wunden des Propheten. Verdammt! Dauerwelle! So, modisch, frisch. Jetzt können wir aufbrechen zu neuen Abenteuern. Bestens gerüstet, die Frisur sitzt dank 3 Planetentaft. Alles super. Lass mich mal ganz kurz hier reingucken, was hier drin ist. Kam ich daher? Ich weiß es nicht. Benimm dich bloß, Freundchen. Du bist schließlich in Beauclair. Oh, da ist ein Anschlagbrett. Handfaser. Achso, das ist aber gar kein Anschlagbrett. Das ist einfach nur Deko.
bei einer Dauerwelle, hätte ich unsubscribed. Also hätte es die gegeben, hätte ich die genommen. Das wäre mal was Neues. Macht doch nicht jeder. Alter, das ist ja hier eine riesige Burg. Achso, hier ist sogar noch Blümchen. Ich sag's ja, niemand kennt den Tag und die Stunde. Dieser Händler, der unbedingt der Handel kommen wollte. So, aber hier sehe ich jetzt tatsächlich nichts, was Alchemie wäre. Da haben wir nur ein Tavernenwirt. Ja gut, okay, hier ist nicht mehr. Das heißt, wir können da hinten tatsächlich hingehen. Finde ich so gut. Jetzt ist er wieder schick. Die Haare hüpfen im Wind. Das finde ich so geil. Es ist so schön. Ich liebe dieses Spiel. Vielleicht finden wir ja demnächst noch einen Friseur, der noch andere Haarmuster kennt. Kicke ich mit Dauerwelle. Das wäre mal was. Hier ist so eine Blume. Oh Mann. Was? Ich geb's auf. Also was habe ich denn jetzt schon? Habe ich oder nee, Tanja gibt zu, dass er achso, Gigantinsel meinte wahrscheinlich Tanja. Ja, weiß ich nicht, ob Tanja ihn überlesen hat. Da muss ich hin. Ich bin froh, dass unsere gnädige Herren einen so zuverlässigen Fachmann gerufen haben. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Nun, ja, die Tugend siegt immer. Aber der Schwarze Ritter ist nicht tugendhaft und gewinnt doch. Der Schlitzer von Castel Dacia auch. Alter. Herrin ist Fabian auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Alter. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Geh du voraus. Das erste Mal, was ich von ihm sehe. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Okay. Jemand wird gegen einen Blumar antreten, der nur ein paar Röckchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren. Ja und? Das ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Oh ja, ich bin gleich bei dir. Mach einmal ganz kurz Pause. Kann ich hier irgendwie in den Pausemodus? Ich gehe mal so ganz kurz raus. Ich sag einfach mal Fabian. Der Text war geil, deswegen musste ich so lachen. Dauerwelle! Die hat er damit quasi bezahlt, die Dauerwelle. Fabian, du völliger Übertreiber, Mann. Schön, dass du noch reinschaust. Ich hab dich gar nicht gesehen. Oh Mann. Ja, sorry, wenn ich heute den einen oder anderen überlese. Erste Mal wieder beim Spiel. So viele Eindrücke und dann gucke ich halt ab und zu nur auf den Chat und wenn dann viel geschrieben wird, kann ich das eine oder andere überlesen. Wie gesagt, ihr wisst, wenn es halt wichtig ist, nutzt @sockt oder einfach meinen Namen mit C, dann wird's rot und dann sehe ich's. Wie gesagt, nee, ich hab's nicht gesehen, sorry. Aber Fabian... Macht Herzen, macht er ja schon. Ich sag Dankeschön für so übertrieben viel. Schon wieder. Dankeschön. Oh Mann, ey. Seid verrückt. Das ist gefährlich. Die Glöckchen am Schwanz reichen nicht. Ich hab so ein Spektakel schon mal gesehen. In der Arena von Neunreich. Da hat ein Ritter einen Glomar mit Glöckchen am Schwanz besiegt.
Vielleicht hatte er Glück. Oder der Glumar war in schlechtem Zustand, wer weiß. Gegen einen gesunden Franzi, Glumar doch, gesehen habe ich dich. Sei gegrüßt. Ein fähiger Hexer. Außerdem ist es leichtsinnig, ein so gefährliches Monster vor einem Publikum loszulassen. Gehen wir. Jetzt sehe ich's, Gigantinsel. Wie wenn halt gerade viel los ist und dann geschrieben wird, sehe ich's nicht. Ich muss ja zwischendurch auch mal spielen. Und Fabian, danke fürs Reinschauen. Komm gut ins Bett. Ich hab's gelesen, noch 2 Wochen. Diese und nächste. Und dann hast du es geschafft, mein Lieber. Ich widme meinen bevorstehenden Primo, Sieg Nacht. Der schönen Vivienne. Wo? Ich widme, wenn ich gewinne, den Sieg beiden. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Der hat Löckchen am Schwanz. Da wäre ich auch wütend. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Jetzt ist ein Glöckchen los. Der ist wohl hin. Wir müssen ihm helfen. Okay, Boss Time in The Witcher, liebe Freunde. Aua. Aua. Was gibt das? Haut er nun das Monster in zwei? Die Götter bestimmen der Bestie Geschick. Schild habe ich noch? Ja, Schild habe ich noch. Aua. Ich sollte mal ganz kurz eine Schwalbe nehmen. Machen wir für jetzt? Meditieren. Au! Was? Was war das? Was hat mich denn da jetzt genau gekillt? Irgendwie sah es aus, als ob das Ding irgendwie einen Stachel aus dem Boden geschossen hat. Hab ich gar nicht gesehen. Also, der hat ja gesagt, wir sollen leise sein. Deswegen habe ich mich relativ katzenhaft bewegt. Aber das Ding ist trotzdem auf mich zugerollt. Wir werden nochmal schauen. Und was mich jetzt gerade gekillt hat, habe ich nicht gesehen. Das sah so aus, als ob das Ding da einfach am Boden vegetiert. Und, ja. Er will doch nur spielen. Ja. Der Schaden ist real. War richtig, richtig real. Oh, die Ladezeiten sind aber krass. Die habe ich gar nicht so krass in Erinnerung. Jetzt wäre die richtige Zeit, um was im Chat zu schreiben. Jetzt habe ich fast eine Minute Zeit gehabt, den Chat zu lesen. Weil wegen Ladezeiten des Todes. Deko, sei gegrüßt. Oh, geht weiter. Für die Ehre! Vorwärts!
Ich kann den auch, glaube ich, nicht locken. Wenn ich halt viel locken könnte, wäre es geil. Ich kann es nicht locken. Oder es ist echt nicht vorgesehen, dass man lockt, weil halt Vieh so schnell ist. Also da brauche ich nichts machen, weil da ist es einfach nur um rumrollern. Achso, jetzt ist es umgefallen. Da mache ich wieder besser mal nix. Nimm noch eine Schwalbe. Habe ich leider nicht mehr. Dann nehme ich ein Bier. Okay, mach mal wieder deine Rollmops-Attacke, dass du wieder vor die Wand krachst. Zock nach! 4 Monate dabei. Ich sag Dankeschön für die Unterstützung. Ich hoffe, du hast Spaß, während ich hier besoffen gegen Rollmöpse kämpfe. Au! Ich sehe nichts. Und weiter viel Spaß natürlich mit Emotes, dem Moped Club und allem. Ich weiß, das war gerade und dann kamen irgendwie Stacheln. Ja, genau, dieses Erdbeben. Das gräbt sich ein. Es macht Explosionen. Und sorry, dass ich nichts sehe. Ich habe leider keine anderen Heilmittel mehr. Da bin ich zu spät ausgewichen. Oh, es ist einfach gestorben an meinem Blutungsdebuff. Zocknaf, wir beide haben es geschafft. Dankeschön dafür. Und die Herzen im Chat sind für dich. Einfach mal verbluten lassen, hat Vieh. So, jetzt krieg ich beide Frauen. Der Grumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Du hast den Kumpel sterben lassen, der ist drin, gestorben. Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Sascha, dir einen schönen Abend, komm gut in den Lurk-Modus. Er hat genug gelitten. Vergib mir, ich bin nicht mehr so flink wie früher. Und er lebt noch. Du hast tapfer gekämpft. Danke für deine Hilfe. Guillaume? Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Das Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Gleich 4. Geralt. Wir müssen reden. Wir werden. Ihr redet später im Zelt. Geralt. Großartig. Atemberaubend. Edle Herrin. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen.
Ja. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet. Reden wir mal. Eine Rede. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Edle Herren, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damien brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Da muss ich aber mal die Flirtskills auspacken irgendwann. Julia, sei gegrüßt. Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Ah, da ist der richtige Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Gnädige Herrin, Hexer. Hallo. Ja, tatsächlich, Rabe. Im Hauptspiel hatte ich alle Frauen. Hatte sie alle. Lach nur an der Frisur. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Damien, die Frage, ob der Hexer angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralds Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Was meinten die damit? Das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat. Ja, ja. Ja, Herrin. Das Gesetz der Überraschung. Von alters her üblich. Wir sollten aufrichtig sprechen. Die Überraschungen, die uns tagtäglich begegnen, wären für dich nicht von Wert. Es handelt sich meistens um zu autorisierende Edikte und Bilder von Verehren aus fernen Ländern. Danke damit für den Host. Kannst du wohl nichts anfangen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste. Ich krieg ihn aus. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an. Aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Und, gute Nacht, John. Du gehst mit Bobby ins Bett, mit hin. Du legst dich mit Bobby hin. Ja, wie auch immer, John. Viel Spaß. Wobei auch immer. Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen.
Crispy war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt, das Schwert um den Hals gehängt. Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben, und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben, doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Kommt noch was Neues? Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war eins für seine zahlreichen... Crespi war nicht gerade beliebt bei den Wein... Wie ist er gestorben? Ja, ist okay. Ich hätte gedacht, da kommt noch was Neues, aber... Er war an Wunden... Er ist also schnell gestorben. Sieht so aus. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon de Lac gefunden. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest. Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon de Lac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden. In Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon de Lac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich. De Lac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter de la Croix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. De la Croix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Ja, das Hauptspiel hatte ich komplett durch. Deko, komplett. Wie gesagt, das war ja damals mit eines der besten Rüstungssets und die besten Waffen, das Katzenset. Also zumindest für meine Spielweise. Und alle Hauptstories und alle Hexeraufträge. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte. Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. Also quasi der Film 7 im Witcher-Universum. verstehe. Regardo, sei gegrüßt. Und Flacco auch. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit, Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein.
Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Mithor hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Kann es so einfach sein, ob Milton de Perrac-Perrin das nächste Opfer ist? Milton kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perrin, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Gnädige Herrin, wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen. Bis jetzt ist es echt gut, Deko. Und du, Hexer, kommst mit mir. Echt gut, Deko. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Nein, ich muss schon wieder reiten. Aber plötzlich hatte ich einen neuen Sattel. Mal gucken, ob das gut aussieht, was wir da gekauft haben. Oh je, das ist wohl nicht Plötze. Oh. Edle Helden. Oh. Spike, danke für den Host. Thank you. Hallöchen. Edle Herrin. Gib acht, dass es nicht knittert. Vorwärts! Hey! Das ist Seide, pass doch auf! Gib mir das! Oh Mann. Zu gut, zu gut. Das Einzige, was im Moment am DLC ein bisschen negativ auffällt, sind die Ladezeiten zwischen den Quests beim Tod, beim Zorn. Das kam mir beim Basisspiel damals nicht so lange vor. Das ist jetzt gefühlt richtig lang. Weiß ich nicht, keine Ahnung, kommt mir sogar länger vor als Bloodborne. Holy moly, diese Ladezeiten. Folge der Herzogin, okay. Oh ja, plötzlich hat hinten einen knackigen Paillettenarsch. Oh Gott, was hat er denn da hinten drauf getackert? Was habe ich ihn da gekauft? Mach den Weg frei! Mach den Weg frei, sage ich! Oh! Ich muss hier weiter hochreiten. Und darum hinten hier weiter hoch, okay. Oh, anhalten. Langsam. Hier ist es, gleich um die Ecke. Schneller. Wo denn? Ich will absteigen. Zum Austragungsort des Spiels. Guck mal ganz kurz Plätze an. Ja, haben wir aber eine schöne Rüstung gekauft, würde ich sagen. Finde ich gut. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl. Ich mach schon mal aber mein Schildchen an. Gehen, also brechen wir die Regeln. Ja, und es ist vor allen Dingen groß, Regalo. Es ist vor allen Dingen groß. Ist halt eine komplette neue Map. Und da ist ja auch wieder zig Orte mit Quests anscheinend. Und Hexeraufträgen und eine Hauptstory.
Also sieht Ersteindruck für das, was es kosten soll, ist okay. Nein, lieber doch hier lang. Ich zeige dir, wo die Jagd stattfindet. Dann teilen wir uns auf. Du besorgst das Horn des Einhorns und den goldenen Fisch. Ich hole das Ei des Phönix. Das geht am schnellsten. Goldener Fisch. Brauche ich eine Angel oder ein Netz? Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Aha. Wie soll ich denn das Einhorn fangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Der goldene Fisch und das Horn enthalten Hinweise auf Mutons Versteck. Wenn du beides hast, komm zu mir. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Alles klar? Dann an die Arbeit. Such auf der Lichtung nach dem Einhorn, hol das goldene Fisch-Ding. Ja, wie komme ich jetzt da runter? Das wäre mal die interessante Frage. Ach, hier. Das ist ja praktisch. Ja, pass auf. Wir nehmen Gedankenbeeinflussung für das Einhorn. Ein Fiorano von 1290. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Die allergnädigste Herrin. Majestät. Wobei ich mich gar nicht mehr so an Skellige erinnern kann, Regalo. Ich weiß gar nicht, wie groß das letztendlich war. Ich weiß, dass wir da ein paar Streams drin verbracht haben. Das wird ja völlig reichen. So, hier ist, glaube ich, das Einhorn. Und ich habe hier schon die Gedankenbeeinflussung. Eventuell können wir das direkt mal ein wenig beruhigen. Und es war gerade der Tipp, Einhörner mögen Musik. Vielleicht geht es mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungfrau wärst, liebe Schwester. Hat er nicht gesagt. Damit anfangen, jetzt und hier. Psst, sonst kriegt die Bestie Angst. Probier es mit den Süßigkeiten. Alter. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das? Bobby, gute Nacht dir. Quest aktualisiert. Finde ein Leckerchen für das Einhorn mit Hilfe deiner Hexersinne. Ach so. Okay. Ich hätte jetzt eher an Gedankenkontrolle mit Beruhigen gedacht, aber das funktioniert anscheinend dann nicht, sondern anders. Mal hier. Plötzlich mag Möhren. Vielleicht mag das ein. Questgeschehen. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du im Inventar auf die richtige Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Drücke R1 oder halte R1 gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Okay. Das ist eine Unverschämtheit. Inventar. Achso, die sind schon drin. Okay. Das ist gegen die Regeln. Habe ich den Korb mit Karotten jetzt noch drin? Ach ja, habe ich. Okay. Also er holt ihn so ganz kurz raus und dann ist er irgendwie weg. Ich kann das irgendwie nicht draußen halten, aber das werden wir jetzt bestimmt rausfinden, wie das funktioniert. So, jetzt gucken wir uns mal das Einhorn an. Komm schon her, kleines Einhörnchen. Ich will den nur in dein Hörnchen fassen. Verdammt. Ja, komm.
so, ich muss es draußen halten. Ich habe es quasi wieder weggepackt. Ach, verstehe. Jetzt verstehe ich's. Was hältst du von einer köstlichen Karotte? Gepackt! Ruhig. Hinweis vom Horn des Einhorns. Die Gärten sind riesig. Ich reite besser. Hol den goldenen Fisch. Ja, das sind 137 Meter, da kann ich einfach runterrennen. Es gibt gar keine Einhörner. Doch, klar. In meiner Fantasie schon. Da ist alles möglich. Der goldene Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Finde den goldenen Fisch mit den Hexersinn unter Wasser. Was zum Teufel? Ist da gerade jemand ins Wasser gesprungen? Nö. Vielleicht ist das das Richtige? Für Bauern vielleicht. Zurück ins Boot. Mhm. Ich sehe im Moment noch... Doch, da vorne ist was Rotes. Ist das der goldene Fisch? Gucken wir uns den mal direkt an. Naschwerk. Nee, das ist er nicht. Toffee? Okay. Hier komplett die Süßigkeiten. Noch mehr Süßigkeiten-Kram. Muss gleich auftauchen. Divi, sei gegrüßt. Die Liebesbucht. Ach so. Hey, warte. Halt. Es ist wichtig. Der klaut meinen Fisch. Geht so nicht. König Kormoran, Herr, nimm dieses Opfer von uns an. Lass dein gnadenreiches Auge über uns wachen und offenbare uns seine Geheimnisse. Der silberne Mond zieht seine Bahn. Ich warte geduldig auf jenen Mann. Oder jene Frau, der das Stück gelingt, die genau den rechten Tribut mir bringt. Dankeschön. Ein Schlüssel. Mhm. Triff dich mit der Herzogin. Okay, die ist da drüben oben. Alter Schwede. Sieht echt nice aus. Echt nice, was sie hier nochmal hingebastelt haben. Gefällt mir besser als das Hauptspiel, muss ich sagen. Hast denn die Bosse noch geschafft, Anni? Oder verzweifelt an Prinzenrolle? Kann ich nicht schneller schwimmen? Ach doch, halten, sag ich doch. Oh, hier, Blume. Blume! Mit... Ah, Schulter juckt. Au, Hilfe. Oh. Das ist doch zwecklos. Bei dem Licht sieht sie... Da ist halt lustiger Einhorn schon wieder. Was soll denn das sein? Habe ich heute gar nicht ins Zimmer bekommen. Ja gut, ich glaube, heute war Ausnahmezustand. Das war ja, ne? Sowas hat man manchmal, solche lustigen Klamotten. Genieß die Tage, Anni, genieß sie einfach. Ah, ich hätte vielleicht auch reiten sollen. Naja, egal. Jetzt sind wir fast da. Wo stehst du? Nein, das war ich schon, Spike. Das bin ich. Wenn du geruhst, Herrin. Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt,
Endlich. Hab einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Was? Also bis jetzt ist das DLC echt nice, DB. Also, Ersteindruck, natürlich, Ersteindruck. Und dann mit dem Internet hatte ich gestern auch, weil Unity Media heute und gestern um 0 bis 6 Uhr morgens Wartungsarbeiten hat. Gestern um 1 war mein Internet auch weg, deswegen haben wir gestern den Stream ja auch 2 Stunden eher beendet, weil ich kein Internet mehr hatte. Deswegen auch der heute, der Titel. Am Anfang hält ich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Ich habe keine Ahnung. Am Anfang hält das Ei dich auf Trab, in der Mitte auf Trab. Ei in der Mitte. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf. Was ist denn ein Treibhaus? Da treibt man. Ja, aber keine Ahnung, mit dem Ei in der Mitte treibt man noch nichts, oder? Palastspeisekammer? Ei in der Mitte? Folgt die Maus? Keine Ahnung. Ich sag tatsächlich mal ehrlich, keine Ahnung. Es könnte alles sein. Ich kann halt nicht eingrenzen. Das ist zu rätselhaft. Ich habe keine Ahnung, was gemeint sein könnte. Dann sei still und lass mich nachdenken. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib! Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt am Anfang. Treib und Haus. Treibhaus. Ausgefuchst. Das hört sich gut an. Aber ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Naja. Sehr an den Haaren herbeigezogen. Irgendwie hätte man sicherlich auch eine Umleitung zur Speisekammer machen können. Hat eilig gebraten in der Speisekammer. Oder so. Warte hier. Oh, und ich habe immer noch nicht meditiert, glaube ich. Ich habe immer noch keine Heiltränke. Ich muss dringend meditieren, verfluchte... Entschuldigung, ich habe das schon wieder vergessen. Wer ist der denn? Nein, Freddy Krüger. Was zum Lappen? Was war das? Zürich, Nachti. Das ist der Reaper. Cool gemacht, muss ich sagen. Richtig schön. Ja, das stimmt, Siadra. Wahrscheinlich ist es im Englischen wieder ein bisschen besser. Ich bin hier. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Unschuldig? Keinen. Ich töte keine Unschuldigen, aber Mörder, gewiss. Ich bin bald fertig. Mir fehlt nur noch einer. Und du,
wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Und wenn du fertig bist, ziehst du weiter und tötest anderswo? Nein, ich beabsichtige zu leben. Bis an mein seliges Ende. Nein! Schildwaffen? Lass dich nicht noch mehr töten. Aua! Das ist alles so flippermobil. Ich hab im Moment keinen Schutzschild. Muss noch warten. Ich habe immer noch keine Heiltränke, was noch verkompliziert hinzukommt. Vielleicht einfach auch blocken, oder? Wie block ich denn? Ich sehe gar nichts. Hab ich gewonnen? Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. Hallo, Geralt. Regis? Alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Ja, und hier habe ich leider eine Wissenslücke, weil ich halt Witcher 1 und 2 nicht gespielt habe. In Witcher 3 kam er, glaube ich, noch nicht vor. Ich habe nämlich keine Ahnung, wer der Gute ist. Also von daher, diejenigen, die Witcher 1 und 2 gespielt haben, sind da vielleicht im Vorteil und wissen, wer der Typ ist. Ich weiß es nicht. Ich sehe den jetzt zum ersten Mal. Und Reskiel, komm gut ins Bett. Der örtliche Serienmörder hört also auf dich. Vielleicht kannst du ihm ja ins Gewissen reden, damit er aufhört. Was glaubst du, was ich hier mache? Es wird sicher nicht einfach. Detlef kann recht stur sein. Aber gewiss entsinnst du dich, dass ich auch nicht so schnell aufgebe. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin. Und davor mindestens drei andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht oder um sich die Kehle zu netzen. Mhm. Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch, 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla.
Frauen und Kinder starben. Ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien. Ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendeinen vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlaff hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße. Und die Legende war geboren. Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlaff einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismus-Monopol, mein Freund. Vilgefortz hat mich eingeschmolzen. Schlecht. Detlaff fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet das für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlaffs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlaff kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Mère Lachaise Long Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Hexer! Wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Ja, also wie gesagt, da kann ich Spike nur recht geben. Die Quests fühlen sich auf jeden Fall dynamischer und stimmiger an. Ich habe so gut wie keine AP. Ich muss mal was trinken. Franzi, komm gut ins Bett. Was mich wundert, dass nach meiner Aussage keiner geschrieben hat, wer der Typ ist. Kennt man den nicht aus den ersten Witcher-Teilen? Weil ihr seid doch alles so Witcher-Profis, die ersten Teile gespielt haben. Und für mich ist der halt neu und den gab es in Witcher 3 bis jetzt ja nicht und von daher habe ich halt keine Ahnung, wer der Typ ist. Na gut, das ist einfach nur Inventar. Achso, der wollte gar nicht untersuchen, der wollte einfach nur weg, verstehe. Ich könnte mal eben meditieren. Da ist noch eine Leiter nach oben, wir können noch mal oben gucken. Du weißt nur nicht mehr, aus welchem Teil. Ja, ich habe ja 1 und 2 nicht gespielt. Da habe ich ja tatsächlich Bildungslücken, was Charaktere angeht. Ich habe ja die Hauptcharaktere auch erst in dem Spiel kennengelernt. Ciri und Triss und hast du nicht gesehen. Die kannte ich ja vorher alle gar nicht. Und jetzt ist hier halt einfach pup und er ist da und großes Wiedersehen und es sagt mir halt nichts. Das ist halt immer der Nachteil, wenn er halt mit dem letzten Teil der Reihe als erstes anfängst.
Da oben noch was? Ne, da oben ist nichts. Krieg ich falsch an? Oh, da oben lacht doch noch was. Liebesbrief. Versuch gerade die Namen. Ich komme mit den Namen immer so schnell durcheinander. Na gut, das sind alles die Objekte. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich getan habe. John wüsste es, aber der ist schon pennen. Ja, dann weiß es keiner. Dann bin ich zumindest nicht der Einzige, der keine Ahnung hat. Immerhin. Ich meditiere mal ganz kurz. Ich hoffe, jetzt kann ich meditieren. Ist ja egal. So, dankeschön. Jetzt habe ich nämlich wieder volles Leben und auch, meine Schwalbe ist wieder da. Wie heißt denn der Typ? Reges hieß er. Reges. Ja, das ist hier die Karte von Blood and Wine. Das ist das komplette Gebiet, ist DLC. Und das ist ordentlich. Und da kann man einiges wohl tun. Die Frage ist, wo ist denn jetzt mein Weingut? Hier, da ist mein Weingut. Das ist meins? Tatsächlich, da ist auch ein Lager. Kann ich da was machen? Geralds Haus. Anwesen, das der Hexer von der Herzegon erhalten hat. Hier kannst du dich zwischen deinen Aufträgen erholen. Ja, pass auf, wir gucken uns mal ganz kurz hier um. Oh, was ist denn hier? Herzöglicher Kämmerer, der hat ein neues Symbol. Da müssen wir mal gucken gehen. Und dann haben wir hier unten auch noch einen Schleifstein. Und ein Anschlagsbrett. Ja, komm, holen wir uns das erstmal ab. Wir gucken hier mal ganz kurz rum. In Witcher 1? Okay. Ja gut, Witcher 1 werde ich wahrscheinlich nicht spielen, weil das unterscheidet sich doch ziemlich stark von Witcher 3, von der Spielart. Witcher 2 könnte ich mir eventuell vorstellen, das nochmal irgendwann zu streamen, wenn da ihr auch Bock drauf hättet. Das hatte ich mal kurz angespielt auf der Box. Das sah ganz interessant aus. Das war halt schon relativ nah zu Witcher 3. Wie gesagt, Witcher 1 war ja noch ein bisschen anders. Und ich hoffe, ich finde jetzt hier den... Da ist der Kämmerer. Abgeschlossen. Ja, wir haben 3 Uhr nachts. Na klar, da ist er ja auch nicht da. Das heißt, wir meditieren mal bis irgendwann mittags. Das kann ich jetzt nicht tun. Warum? Ich will aber... Ich will jetzt aber meditieren. Ah, so, jetzt geht's. Dann müsste der ja auch offen haben. Du hättest auch auf 1 Bock. Ja, 1 fand ich, da war das Combat-System noch ein bisschen komisch. In Teil 2 war es ja schon relativ... Wieso ist der hier zu? Es ist doch 12 Uhr mittags. In Teil 2 war es schon ähnlich wie in dem Teil. Ich habe nichts gemacht. Mein Herr, ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Die Augen sind gut von dem Kleinen. Da steht Porto bezahlt, also verschwinde. Na ja, komm, hier, gib mir High Five. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Mein lieber Freund. Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstöbern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Beauclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Aha. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage und der Ort, an dem sich sein Labor befand, ist nach wie vor ein Geheimnis.
aber sein Tagebuch hat Hinweise zu beidem enthalten. Angeblich wurde es an seiner Seite begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Solltest du in Beauclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie Oh, die hat eine andere Stimme, glaube ich. Deine Freundin Yennefer. Die hätte ich jetzt an der Stimme nicht erkannt. Der Hexermutationen erforscht hat, könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. So, erstmal Eisdeck, danke für den Host und willkommen an deine Zuschauer. Ich laber halt nicht so gerne über Cutscenes. Und ich gucke jetzt nochmal... ich glaube, wir haben jetzt alle gelesen. Gut, dann hat Good Viking gefragt, ob ich Valkyria Let's Play... Nee, Let's Plays mache ich gar nicht mehr, Good Viking. Auch dann keine Ausnahme für Valkyria in dem Fall. Also entweder im Stream oder halt gar nicht. Ja, da müssen wir mal reingucken, irgendwann. So, in Teil 1 hat man... Achso, genau. Das ist nochmal die Erklärung von Lustig, wie sich Teil 1 gespielt hat. Ja gut, das kann ich jetzt nicht, Rabe. Den Link kann ich nicht jetzt lesen. Das kann ich, wenn, dann nachher machen. Wie gesagt, jetzt im Stream kann ich nicht auf irgendwelche Links klicken und lesen. Und hi, Eisdeck. So, was bist du denn für einer? Das Symbol ist neu, das kenne ich nicht. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir. Du sollst belohnt werden. Also, so hat er erstmal nichts. Wir können mal gucken, was er anbietet. Die du verkaufst. Gucken wir mal. Das sieht nach Rezepten aus, wa? Was habe ich denn? Kann ich was verkaufen? Ne, ich habe eigentlich nichts, ne? 67, da ist nicht viel dazugekommen. Das heißt, wir gucken mal, was er hat. Runenstein. Ich weiß gar nicht, was Runensteine sind. Das sind aber die ganz normalen Klamotten, die bis jetzt irgendwelche vergiften Bluten kram. Das ist jetzt nicht so spannend. Jetzt alchemistische Dinger wären interessant, aber da habe ich noch keine gesehen. Die hätte ich mitgenommen. So, was hat der hier noch? Informationen. Einfach nur über irgendwelche Zeug. Ja, gut, das ist jetzt nicht ganz so spannend. Also erstmal uninteressant. Okay. Tschüss. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Gut, das scheint aber auch hier eine Quest dann gegeben zu haben. Lieber Ritter Milton rächen, als in Trauer verdienen. Gut, das, was ich dann jetzt als erstes mache, Schleifstein brauchte ich ja nicht. Das heißt, wir gucken uns tatsächlich als erstes, würde ich sagen, die Mutagen-Quest an. Ah, ne, erstmal gehen wir nochmal ganz kurz hier hin. Gucken einmal durch, vielleicht gibt es ja doch hier noch ein Alchemie-Ding. Dass es da so ein alchemistisches Labor gibt, das wäre gut. Und das Anschlag... Ah, da, Alchemisten-Heini, das ist super. Vielleicht kriege ich hier dann Rezepte. So, der ist aber unter uns. Die gießt die Blumen. Ja komm, wir gucken mal ganz kurz zum Anschlagsbrett. Holen uns die Quests ab. Genau. Jetzt sind wir nämlich hier. Dann machen wir mal nicht mal Schnubbel die Schnubbel. Dankeschön. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Und dann gucken wir, dass wir hier zum Alchemie kommen. Großmeister Rüstungsschmied, das klingt auch spannend. Das machen wir wahrscheinlich jetzt als erstes. Die Mutagene da erforschen, was die machen. Und die Gerüstungsklamotte. Parfüm, was? Erstmal klaue ich dir die Blume. Ups. Und dann gucken wir mal, was der Typ kann. Holla, ein Hexer.
endlich ein richtiger Kunde. Sag, was brauchst du? Geißblatt? Ignatiablüten? Nee, wir gucken mal, was du hast. Zeig mir, was du anzubieten Rezepte. Hast. Rezepte! Na, das sieht schon mal nach Rezepten da drüben aus. Da müssen wir jetzt nochmal rüberwubbeln. Das sind alles diese Runensteine. Die sind relativ unspannend. Okay, also das ist dieses Motiv. Dann haben wir hier Mutagen, rot in blau. Ach, ich kann die jetzt auch umwandeln. Ich verstehe. Das ging vorher, glaube ich, auch nicht. Grün in rot, grün in blau, grün in blau. Alter Schwede. Rebis. Äther. Großes Muttergen. Von Dimeritium-Bombe. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die schon habe. Überlegene Dimeritium-Bombe. Überlegener Drachentraum. Überlegener Samum. Überlegener Nordwind. Bestienöl. Bestienöl. Verfluchtöl. Schneesturm. Schneesturm. Habe ich davon echt keins? Nekrophage? Konstrukt? Hybrid? Überlegene Katze? Vollmond? Maribor? Petri? Waldkauz? Weißer Honig? Ne, es gibt aber keine Schwalbe. Kacke, es gibt keine Schwalbe. Was war das jetzt? Überlegene Katze? Überlegene Katze. Guck ich mal. Was ich hier habe. Überlegende Katze. Wo habe ich denn was mit Katze? Donner? Habe ich Katze nicht? Ich bin mir aber sicher, dass ich irgendeinen Trank hatte, mit dem ich im Dunkeln sehen konnte. Und ich glaube, das war dieses Katzenzeug. Aber ich finde es jetzt nicht. Wie hieß denn das, wo ich im Dunkeln konnte, sehen konnte? Kannst du die nicht herstellen, die Schwalbe? Ja, aber nur die verbesserte, glaube ich. Nicht die, die beste Version. Aber ich... Oh, das ist so unübersichtlich gerade. Überlegener Donner. Ich finde hier aber auch ehrlich gesagt gerade Schwalbe gar nicht. Weil ich da kein Rezept halt mehr für habe. Katze macht Nachtsicht. Ja, ich müsste jetzt mal ins Inventar gucken. Welche Version ich da habe. Weil die taucht ja nicht mehr da drin auf, wenn ich das Rezept nicht mehr verbessern kann. Warte mal, ich muss los. Nein, ich wollte rausgehen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Einmal raus, bitte. Denn in der Alchemie sind ja nur die Rezepte, die ich halt bauen kann. Wenn ich es einmal gebaut habe, verschwindet es daraus, wenn ich nicht die nächste Stufe des Rezepts habe. Deswegen muss ich einmal hier im Inventar gucken, welche Version ich überhaupt im Inventar liegen habe. Ich habe von der Schwalbe derzeit ausgerüstet. Die verbesserte, also noch nicht die überragende, aber da habe ich auch das Rezept noch nicht. So, und Katze wollte ich jetzt mal gucken, welche ich davon habe. Nee, das ist da bei Tränken, ne? Öle, Tränke, so, wo ist jetzt... Alter, das ist das Einzige, was halt wirklich ein bisschen übertrieben ist. Es sind so viele Klamotten. Schwarzes Blut, verbesserter Donner. Verbesserte. Also die überragende Katze habe ich tatsächlich noch nicht. Also sind das wirklich nur Rezepte, die ich noch nicht hatte? Okay.
Gut, dann nehme ich die alle mal mit. Wie viel waren das? Willkommen zurück, Meister. Zeig mir, was du anzubieten hast. Mal ganz kurz überschlagen. Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 20.000. Es werden nur Rezepte angezeigt, die ich noch nicht habe. Okay, ja, das wollte ich gerade nämlich rausfinden. So, ich bräuchte... Wie viel sind denn bitte? 100? 10 Stück wären 2.000? Ganz schön viele, wa? Aber die sind billiger, sehe ich gerade. Ne, die sind teurer. Die sind viel teurer. Ja, das geht jetzt ganz schön ins Geld, würde ich behaupten. Na, es geht. Die da hinten sind billiger. Ja, komm, ich kaufe die jetzt alle. Kann ich die ja direkt lernen? Neues Handwerksschema. Ich sehe nur, wie das Geld weniger wird. Aua. So. Und was ich jetzt noch mitnehme, ich möchte gucken, wovon ich am meisten habe, dass ich die umwandeln kann für die Mutagene. Dann kann ich die kleinen Mutagene umwandeln. Da muss ich noch einmal ins Inventar gucken. Ich muss los. Bis nächstes Mal. So, dann gehe ich nochmal ins Inventar. Denn ich habe ja so viele rote, also besser gesagt, ich bräuchte rote, habe ich aber nicht. Dementsprechend gucke ich jetzt einfach mal bei beim Skill, ne? Da wäre das, glaube ich, gut sichtbar. Warte mal, Quests, Charakter. Da sehe ich's. Ich bräuchte nämlich große rote, hab aber keine großen roten. So, jetzt gehe ich mal hier drauf. Großes. Rotes Mutagen. Großes Rotes? Rotes? Also ich bräuchte noch ein großes Rotes. Die Frage ist, ich habe ganz viele Grüne, ne? Die Grünen sind... Ach, aber das sind alles verschiedene. Nee. Das sind alles kleine Grüne. Also grün zu rot wäre gut. Grün zu rot. Nein. So, und jetzt kaufe ich mir grün zu rot. Kleines grünes zu rotes. Willkommen zurück, Meister. So, dann brauche ich noch grün zu rot. Ach, da sind noch mehr Rezepte jetzt gespawnt. What the fuck? Ach nee, okay. Grün zu rot. Kleines Mutagen. Rot in blau. Rot in grün. Blau in rot. Blau in grün. Nein, ich möchte grün in rot. Grün in rot. Transmutation. Kleines Mutagen. Grün in rot. Genau, das möchte ich mitnehmen. Dankeschön. Dann können wir nämlich von unten anfangen, die Grünen umzuwandeln. Ich muss los. Bis nächstes Mal. Und dann können wir mal hier ein bisschen Alchemie ganz kurz machen. Was haben wir denn hier verfügbar? Zutaten fehlen. So, grünes, großes grünes. Nein, will ich nicht. Ich möchte grünes Mutagen. Wo sind denn die Umwandeln? Da steht es anscheinend nicht. Großes Blaues. Da finde ich es jetzt aber nicht runter. Aber ich habe auch keine drei. Ach, das ist irgendwie alles... Ah!
Kann die überlegene Demeritium-Bombe bauen? Verbesserter Schneesturm. Verbesserter weißer Honig. Nee, aber dieses Grün zu... Dings finde ich nicht. Müsste ja hier sein. Blau, großgrün, großrot, grün. Ah, doch, da. Aber hilft mir nicht, weil Laberei auch Kirsche und ich habe nur eins. Ja, okay, das lohnt sich nicht, weil das alles unterschiedliche sind. Naja, egal. Habe ich ja schon gesagt, Pater. Erster Eindruck ist durchweg positiv. Durchweg positiv. Gut. Jetzt war ich da. Wir können uns hier nochmal ganz kurz umgucken. Und ganz kurz die Quest ändern. Und zwar... Alter Schwede, wie viele Quests da. Suche... Transformation, ne? Ja, das ist das. Das will ich machen. Genau. Dann haben wir die Quest schon mal aktiv. Das Crafting ist relativ komplex, das stimmt. Du kannst halt so viel machen. Und leider sage ich dazu, auf der Schwierigkeit, wo wir spielen, brauchst du die ganzen Öle zum Teil halt nicht. Ich glaube, wenn du nachher Todesmarsch oder so spielst, dann bist du darauf angewiesen, dass du auch die Öle einsetzt. Wie gesagt, wir kommen ja ganz gut mittlerweile nur mit Heiltränken aus. Ich meine, wir nehmen keine Öle, schmieren uns nichts auf die Waffen, Pieperpops. Weil ich meistens gar nicht weiß, welche Öle gegen welche Mopse. Dann müsstest du vorher das Bestiarium wieder lesen. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Beauclair. Wobei, das sehe ich jetzt gerade nicht, weil da ist tatsächlich da drüber. Genau, Lüstig. Genau. Das habe ich ja gerade gesagt. Gut. Das heißt, hier sind wir fertig. Das andere ist 249 Meter weg. Dann gucken wir mal auf das Grab, wenn wir hier um die Ecke sind. Ja, das war halt eines der Kritikpunkte für mich als Butcher-Neuling, dass du halt... ich weiß nicht, geht es mittlerweile, dass du die Öle im Kampf benutzt? Das ging ja zum Beispiel, als wir es gespielt haben, nicht. Das heißt, wir sind halt irgendwo hingekommen, wir wussten nicht, gegen was wir kämpfen. Auf einmal fängt der Kampf an. Oh, da sind Nekrophagen. Und dann konnte ich keine Öle mehr verwenden, weil im Kampf konntest du die Waffe nicht mit Nekrophagenöl dann benetzen. Das fände ich halt doof. Das heißt, du musstest entweder einmal sterben, um dich vorzubereiten. Das fand ich nicht gut gelöst. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert wurde, dass du im Kampf halt diese Öle dann drauf machen kannst, wenn du weißt, gegen was du spielst. Das war halt eben zum Beispiel für mich als Witcher-Neuling halt ein klarer Nachteil damals. Ist das nicht Geralt? Geralt von Riva? Herr, bitte komm eine zu falsche mir. Bewegung und es tut dir leid. Ja, das geht. Das kann ich mittlerweile. Okay, dann können wir ja tatsächlich mal nachher... oh, da ist sogar eine Quest, sehe ich gerade. Von wem denn? Von Jacques. Kette. Ich hatte bei Jean-Louis Lü... Meine Augen haben mich nicht getäuscht. Und doch, Geralt von Riva, der berühmte Hexer so weit im Süden, mit all seinem Ruhm? Mhm, genau der. Im Süden mit all seinem Ruhm. Ach, was habe ich nicht schon von dir gehört. Als Meister Rittersporn in Beauclair weilte, verging kaum ein Tag, da er deine Taten nicht in Balladen rühmte. Ja, das ist so ein lästiger Tick von ihm. Aber was kann ich für dich tun? Ach, weißt du, mein Verlobter François Le Joff hat geschworen, mir das Haupt einer grässlichen Bestie namens Grottore zu Füßen zu legen. Hm, hätte es ein Blumenstrauß nicht auch getan? Mit ein paar Süßigkeiten? Hexer, du spaßest wohl. Wahre Liebe will bewiesen sein. Durch Heldentaten für die Besitzerin des Herzens. Doch, ach, François ist schon seit 2 Wochen weg.
Daher muss ich dich anflehen, zu schauen, was aus ihm geworden ist. Würdest du? Naja, ich nehme erstmal alles an. Ich werde mein Bestes tun, deinen Verlobten wohlbehalten zurückzubringen. Sagst du mir noch, wo ich suchen soll? Ich vergaß, dass du von weit her kommst und die Gegend nicht kennst. Der Grottoror soll in den Höhlen am Fuße der Gorgo hausen. Ja, viele Wörter so mit nah G. Bei der Stadt? Und niemand hat versucht, ihn zur Strecke zu bringen? Ganz im Gegenteil. Viele haben das. Doch ist keiner zurückgekehrt. Meine Sorge ist begründet. Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, Fabio, dass ich auf. Bis morgen. Meiner Treu. Füße kalt wie Eis. Ah, wobei, wir können ja mal ganz kurz mal gucken. Warte mal. Ich habe jetzt ja 4 Tränkeslots. Da unten. 4 Konsumgüter. Und Bomben kann ich da auch reinmachen. Warte mal. Wie verbessertes Geisteröl. Geister. Insekten. Konstrukte. Verfluchte. Nekrowagen. Relikte. Drakoniden. Gift der Erhängten. Hybridenöl. Bestienöl. Achso, da habe ich aber hier schon... Ja, ist egal. Pass auf, ich will ja nur mal testen. 20 Ladungen. 40 Ladungen. Alter Schwede. Das kann ich quasi nicht in einen Shortcut-Platz packen, sondern nur direkt auf das Silberschwert. Verstehe. Dann haben wir unten Bomben. Teufels, setzt beim Detonieren Giftwolke frei. Verstärkter Effekt. Was haben wir noch drin? Wir haben unten noch drin... Boah, wie komme ich denn da unten hin? Magische Fähigkeiten blockiert. Und... Blendet Gegner im Explosionsradius. Nein. Setzt eine Gaswolke frei. Nein. Dann nehmen wir hier Explosion, Schrapnellschaden, bewegt Feuerschaden, verstärkt zerstört Monsternester. Ja, pass auf, dann tun wir die hier unten noch rein. Ach, kann ich gar nicht. Also da habe ich auch nur 2 Plätze für. Verstehe. Aber Tränke kann ich ja da mehr reinpacken, oder? Was haben wir denn da? Packen wir da mal noch Tränke rein. Ich wäre für eine Pipi-Pause. Ja. Machen wir das nach der Pipi-Pause. Ich packe mal jetzt da nämlich 4 Getränke rein und dann müsst ihr mir mal sagen, wie ich die nutzen kann, weil am Anfang konnte ich immer nur 2 reintun, dass ich jetzt mittlerweile 4 reintun kann, das ist neu. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich die benutze. Das müssen wir gleich dann mal klären. Aber machen wir 3 Minuten Pipi-Pause. Ich muss auch, ich pippel hier.